Grüße aus dem Nerdroom, willkommen zu einem neuen Video. Heute schraube ich mal ein bisschen und zwar habe ich mir bei eBay eine Tastatur gekauft. Diese hier. Das ist eine schwarze C64 Tastatur und die hat hier unten unter den Tasten so Federn drunter. Ich habe ja hier hinten den C64 2 stehen, den Original C64, auch mit einer dunklen Tastatur. Da sind allerdings nur so Gumminoppen drunter, das ist noch eine ganz alte und die Tastatur funktioniert leider nicht mehr. Und da ich jetzt öfter auch mal was mit dem Original C64 machen will, habe ich mir gedacht, da brauche ich eine neue Tastatur, habe mir die gekauft. Ich finde persönlich, dass es mit dem hellen Gehäuse und der dunklen Tastatur wirklich richtig gut aussieht. Allerdings muss ich sagen, dass ich den C64, also den Original C64 hier, relativ selten im Einsatz habe und relativ selten benutze. Meine Videos mache ich ja bekanntlich am Emulator. Da habe ich euch aber schon mal ein Video zu gemacht, verlinke ich euch auch, und zwar über diese Kira-Platine. Das ist also so eine Platine, die habe ich hier in diesem Brotkastengehäuse eingebaut und jetzt kann ich mit dem USB-Kabel einfach hier an den Computer gehen, habe dann praktisch eine USB-Tastatur mit der Original C64-Tastatur, was im Emulator wirklich gut funktioniert. Ja, das Tippgefühl auf dieser Tastatur, auf der hellen, ist allerdings relativ schwammig, während das auf dieser neuen Tastatur, dieser dunklen, ja, schon ein bisschen besser ist, finde ich. Da ich aber das Gehäuse, also beziehungsweise die Kira-Tastatur, viel häufiger benutze und nicht alles umbauen will, also jetzt praktisch den C64 2 in dieses Gehäuse und dann die Kira-Platine da rein, nur damit es halt besser aussieht, habe ich mir halt gedacht, ich nehme die helle Tastatur, baue die wieder zurück in den C64 2, da war die nämlich ursprünglich drin, und nehme dann die neue dunkle Tastatur und ja, baue die hier in dieses Gehäuse, damit ich die zukünftig für meine Videos zum Tippen von dem Programm benutzen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier schon meinen geprüften Stromprüfer. Ich weiß, das ist kein Kreuzschraubendreher und normalerweise macht man das damit nicht. Ich mache es trotzdem, weil es funktioniert ganz gut. Deswegen tue ich es einfach. Und ja, ihr könnt mir beim Auseinanderbauen und Zusammenbauen jetzt mal ein bisschen über die Schulter gucken. Ja, außer dem Schraubendreher habe ich natürlich hier noch meinen Kaffee. Ganz wichtig, denn ohne Kaffee funktioniert ja bekanntlich nichts. Naja, fangen wir einfach an, würde ich sagen. Los geht's. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich baue als erstes mal hier den C64 Brotkasten auseinander. Ich hätte mir vielleicht mal ein paar Schraubenkästchen hier hinstellen können, aber ach, ich bin so schrecklich unvorbereitet. Es wird auch so gehen. Ich sehe gerade, ich habe das gar nicht so richtig wieder zusammengeschraubt. Ich habe da nur eine Schraube reingemacht. Das ist ja jetzt wohl mal ultra praktisch jetzt gerade. So, klappen wir es mal auf. So sieht das aus von innen. Hier ist die Kira-Platine und da ist einmal die LED angeschlossen und hier vorne ist die Tastatur. So, ich kippe das hier hinten mal so um. Und dann nehmen wir das hier vorne einfach mal ganz vorsichtig raus. So, ja, wunderbar. So, das mache ich auch ab. Die LED, ich hoffe, ich kriege das gleich auch alles wieder so zusammen. Und ja, lege das hier erstmal beiseite. Und dann können wir hier die Tastatur abschrauben. Die ist hier mit mehreren Schrauben festgemacht und ja, das wird schon nicht so lange dauern. So. Das war's schon. Das sind übrigens alles dieselben Schrauben, die da verbaut sind. Von daher kann man da, glaube ich, nicht viel verwechseln. Und ja, das ist nun die Tastatur. Das wird die neue. Ah, ich freue mich schon voll. Muss ich gleich aber noch irgendwas mit programmieren, glaube ich. So, ich lege das mal beiseite. Erstmal einen Schluck Kaffee. Hm. So. Ja, dann bauen wir doch jetzt direkt diese Tastatur wieder rein. Also quasi der umgedrehte Weg, der umgekehrte Weg, so. Das
erstmal hier so ein bisschen reinpassen. Oh, das Kabel da weg. So. Ja. Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, die Tastatur funktioniert. Ich habe die nämlich gar nicht getestet, als ich sie bekommen habe. Aber ich bin ja ein generell sehr vertrauensseliger Mensch. Und wer eine C64-Tastatur verkauft und dabei schreibt, der hat sie general überholt, beziehungsweise sie funktioniert. Da gehe ich dann doch einfach mal davon aus, dass sie dann tatsächlich funktioniert. Ansonsten habe ich gleich ein Problem. Naja, so. Schrauben wir mal wieder alles fest. So, eingebaut. Ich hoffe, dass die Tastatur auch funktioniert. Ich habe sie, wie gesagt, vorher nicht getestet. Und also vom Tippen her ist das schon ziemlich geil. Naja, schließen wir es mal wieder an. Also, her mit dem Gehäuse. Ich denke mal, bevor ich gleich die helle Tastatur hier wieder in den Original C64 einbaue, werde ich diese Tastatur allerdings erstmal testen. Ansonsten stehe ich hinterher da. So, erstmal gucken, wie wurde das denn hier nochmal angeschlossen? Steht es drauf? Nee, steht nicht drauf, aber ich habe es mir ungefähr gemerkt. Also ungefähr. Ich meine, das käme hier so hin. Die LED. Und die Tastatur, die kann man nicht viel falsch anschließen. Die kommt an die hintere Pin-Reihe und hier fehlt ein Pin, der fehlt hier auch. Also wird so rum angeklemmt. Muss ich das hier mal ein bisschen hochnehmen und nochmal gucken. Also ich bin handwerklich, muss ich dazu sagen, sehr, 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 sehr unbegabt. Ich finde das ganz interessant immer, aber naja, mir gelingen nicht alle Sachen, sage ich mal. Aber so Computer zusammenbauen und so, das ist ganz gut. Auch wenn ich da manchmal sehr viel fluchen muss. Aber naja, so ein Kabel anstecken, das kriege ich so gerade noch hin. Ich wollte es jetzt erst sagen, wenn ich das Kabel dran gesteckt habe, sonst wäre es albern gewesen. So, dann haken wir das hinten wieder ein. Hier sind so Plastikösen, da kann man das hinten so einhaken und dann zubauen. Ich habe jetzt neulich noch ein Video gefunden, die lange WDR-Computernacht. Und da waren, glaube ich, auch so ein paar Ausschnitte drin, wie C64 zusammengebaut werden. Ich verlinke euch das Video auch mal unten in der Beschreibung. Wenn ihr also später noch mal ein bisschen 4 Stunden lang euch berieseln lassen wollt von alten Computern und so, das ist wirklich mega interessant. Gucke ich voll gerne. Und ja, so, ich schraube hier mal die Schraube wieder rein. Man schraubt natürlich das Gehäuse erstmal zu und probiert es dann aus. Das ist voll schlau, aber gut. Hallo Welt. Nun gut, ich würde sagen, ich schließe das Ding jetzt mal eben am Computer an und probiere aus, ob es funktioniert. So, hat mega funktioniert. Ich bin begeistert. Mein Vertrauen wurde nicht enttäuscht, würde ich sagen. So, ja, dann bauen wir doch jetzt mal die Originaltastatur wieder in das Schätzchen hier ein. Also ein C64, der wiegt ja schon eine ganze Menge, oder? Naja. So, hier sind im Übrigen noch alle Schrauben drin. Und hoch. Staub hier. Ja, und ja, dann schrauben wir das Gehäuse einfach mal auf, würde ich sagen. So, ja, eine Schraube hat sich schon fast verabschiedet hier. Die anderen Schrauben sind hier lustig am Rumhüpfen. Ich kippe die mal vorsichtig hier auf den Tisch. Eine ist raus, eine fehlt noch in der Mitte, die will nicht. Hallo? Naja, die kommt schon noch. So. Klappen wir den C64 mal auf, würde ich sagen. Oh, ich bin immer... wenn das so knackt, das mag ich gar nicht. So, da ist sie. So. So sieht das Ganze von innen aus. Auch hier werde ich die LED mal abziehen als erstes. Und hier sieht man schon einen großen Konstruktionsunterschied.
beim C64-2, ich lege das die Abdeckung mal beiseite, da ist nämlich die Tastatur nicht am Deckel befestigt, sondern unten zusammen mit dem Mainboard in der Unterschale von dem C64. Das ist beim Zusammenbauen wahrscheinlich um einiges handlicher oder so. Keine Ahnung, warum man das konstruktionstechnisch so gelöst hat. Naja, jetzt müssen wir es hier unten abschrauben. Hier sind noch zwei Schrauben. Und ich glaube, es gehören auch nur zwei Schrauben da rein. Hier unten ist es nämlich einfach nur verklemmt. Und naja, ich sag mal so, wenn man nur zwei Schrauben braucht, um eine Tastatur reinzubauen, dann hat man die Tastatur natürlich auch viel schneller reingebaut. Und ich denke mal, dass das dann beim Zusammenbauen des C64 einiges an Zeit gespart hat, was wiederum die ganze Produktion etwas effizienter und billiger gemacht hat. Wahrscheinlich hat man es deswegen gemacht. So, ich muss mir hier wieder merken, wo ich die Schrauben jetzt raushole, damit ich die gleich an die gleiche Stelle wieder reinschrauben kann. Die Leute, die gerne Hardware schrauben von euch, die werden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich hier so mit diesem Stromprüfer hier drin rumstochere und so. Aber naja, da müsst ihr jetzt durch. So, das kann man hier hinten anheben, unten rausholen. Wie gesagt, unten war die nur hier drunter geklemmt. Und ja, hier sieht man vielleicht diese Noppen. Ich weiß gar nicht, hier konnte man die, glaube ich, relativ leicht abziehen. Genau, die Tasten. Und hier drunten sind einfach nur diese Stifte. Und die hämmern unten auf so eine Noppenmatrix drauf. Und das Ganze ist halt nicht mit Federn gefedert, sondern einfach nur mit so einer Noppenmatte unten. Das gibt ein ganz anderes Tippgefühl, aber ist wahrscheinlich auch fehleranfälliger. Aber ich meine, die Tastatur ist natürlich auch jetzt um einiges älter. Naja, so. Zupfen wir mal hier. Leichter gesagt als getan. Die Tastatur ab vom Mainboard. Nichts verbogen. Hat funktioniert. Sehr gut. War so gewollt. So. Die kommt weg. Dafür kommt hier diese Tastatur wieder hin. Ja. Und dann mal schauen. Die wird ja wohl funktionieren. Die hat ja jetzt die ganze Zeit funktioniert. Jetzt muss ich mal gucken. Das Kabel ist hier schon so verdächtig so gedrillt, als ob das vorher schon alles so hier dran gewesen wäre. Also so verdreht. Naja, ich baue es mal an. Und dann geht es gleich weiter. Da fehlt der Pin. Da fehlt der Pin. Alles gut. Läuft. Kann man nicht viel verkehrt machen. So, jetzt hängt man das unten einfach wieder ein. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das Kabel hier vielleicht da drunter drücken sollte oder ob ich es einfach so hier ein bisschen locker liegen. Ich lasse es lieber mal liegen. Man könnte das jetzt noch irgendwie ordentlich, obwohl nee, kann man nicht. Also in diesem Fall kann man es nicht. Kann man wahrscheinlich schon, aber nicht in diesem Fall. So, jetzt muss ich nur gucken, wo wurden die Schrauben denn jetzt festgeschraubt? Die Schraubenlöcher, die passen, jetzt, alles klar. Jetzt passen die Schraubenlöcher. Die Schraubenlöcher passten nicht, weil ich die Tastatur an der falschen Position hatte. Die lässt sich nämlich seitlich noch so ein bisschen hin und her schieben. So, also, Schrauben wieder dran und dann hätten wir es ja schon wieder fast. So, Schrauben drin, Tastatur ist fest. Hier ist übrigens so eine Pappabdeckung nur drin. Das ist also kein Blech hier, sondern einfach nur Pappe. Darunter sieht man, ist das Mainboard. Und ja, die soll das Ganze wahrscheinlich nochmal so ein bisschen abschirmen. Wahrscheinlich ist es irgendwie notwendig, dass das so nochmal mit einer Pappe abgeschirmt ist. Oder es soll einfach nur das Mainboard schützen. Keine Ahnung, da bin ich nicht so drin im Thema, aber jetzt kann man hier die LED wieder anschließen. Ich hoffe, ich schließe die jetzt richtig rum an. Denn ich habe mir ehrlich gesagt nicht gemerkt, wie rum die da angeschlossen wird. Und man sieht es auch nicht. Also die ist zwar beschriftet mit irgendwas, aber
da ich mich damit nie auskenne, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man die überhaupt irgendwie besonders anschließen muss. Und ich sehe gerade, dass hier oben sowieso eins der Kabel etwas rausgerippt wurde. Aber um das Problem kümmere ich mich später. Ich schließe es jetzt einfach mal an. Ich glaube, so wird es wohl müssen, hoffe ich. Und ja, das hier oben kann man nicht wieder reinstecken. Dann müsste ich vielleicht mal irgendwie da festlöten oder noch mal ein bisschen anders machen. Ich glaube, ich lasse es einfach raus. Dann hat man zwar keine Power-LED, aber das bringt mir ja sowieso nichts, solange ich das Kabel hier oben nicht festmachen kann. Und das sieht aus, als wäre es abgerissen. Das ist also keine Klemme oder sowas für diese kleine Power-LED da oben, sondern ja, das ist wohl... Ja. Wenn ihr Tipps habt, sagt mir doch einfach mal, wie man das am gescheitesten wieder festmacht. Wahrscheinlich muss ich das Kabel irgendwie neu abisolieren oder sonst irgendwas machen. Aber das ist ein Problem, um das kümmere ich mich einfach später. So. Ich lasse es erstmal, also ich schließe es erstmal nicht wieder an und gucke mal, dass ich das Gehäuse wieder hier einigermaßen zusammenkriege. Aber so, dass das nicht irgendwo da unten drin rumfriemelt. So. So. Und drauf. Ah. So. Ja, das sieht doch super aus. Also mit Schwarz, wie gesagt, hat es mir besser gefallen, aber lieber eine funktionierende weiße Tastatur als eine schwarze Tastatur, die zwar geil aussieht, aber wo man dann so draufhämmern muss, damit sich da was tut. Da wird man ja wahnsinnig bei. Und ich habe mit dem C64 nämlich auch noch ein bisschen was vor. Also mit dem Original C64 hier. Da habe ich mir nämlich eine Diskettenbox ersteigert im Internet. Dieses, das sich eh nie durchsetzen wird. Und will mal gucken, was so auf den Disketten drauf ist. Und werde die einfach mal alle so als Image sichern und mir die dann mal so nach und nach alle angucken. Das will ich demnächst zumindest mal tun. Aber dafür muss natürlich dieser Rechner hier vernünftig laufen. Und ja, ich habe ja beim letzten Mal, wo ich das Ganze hier mal angeschlossen habe, schon festgestellt, dass das Netzteil so brummt. Deswegen habe ich mir auch ein neues Netzteil bestellt. Das ist so ein Dual-Netzteil. Das funktioniert direkt am C64 und an der 1541. Und ja, dann bin ich da so ein bisschen auf der sicheren Seite, was die Stromversorgung betrifft. So, mal gucken hier. Nicht so super anknallen, aber zumindest so ein bisschen. Und dann, so. Wie sieht's aus? Ah, die Ecke hier vorne, die ist so ein bisschen... Ah, doch, geht. So, alles klar. Ja, ich würde sagen, schade, dass die LED da abgerissen ist. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen, aber das kriege ich schon irgendwann irgendwie wieder hin. Und ja, ich denke mal, die Tastatur wird hoffentlich angeschlossen sein. Ich werde es merken. Ich teste es jetzt mal nicht, weil ich wirklich bei dem Netzteil Bedenken habe. Das alte Ding ist nämlich noch original und wenn man es an die Steckdose steckt, dann summt es sehr ungesund. Deswegen möchte ich das eigentlich ungern anschließen. Aber es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ich das Netzteil bekomme. Und dann würde ich sagen, probiere ich auch den C64 hier wieder aus. So, ich verlinke euch hier noch mal ein bisschen weiteren Stoff zum Gucken. Einmal das Video über die Kira-Platine und noch ein weiteres Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch eine gute Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal.